Letztes Jahr an Weihnachten habe ich mit der lieben Oma Annelie, 77 Jahre wohlgemerkt, Pakete ausgeliefert. Denn Oma Annelie liefert noch Pakete aus, um sich ihre leider sehr, sehr geringe Rente aufbessern zu können. Ja, und eben ihr Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und sie machte das mit einem sehr, sehr, ja, meiner Meinung nach sehr abgefuckten Auto. Das ist wirklich der Zustand. Ist alles andere als sicher und ich habe mir dann überlegt, also irgendwie, ich meine klar, ich kann sie nicht davor bewahren, Pakete ausfahren zu müssen, weil so viel Geld kann ich ihr nicht geben, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Aber zumindest habe ich mir überlegt, dass man ihr ein neues Auto kaufen könnte, damit sie den Job, wenn sie ihn denn noch machen muss, wenigstens sicher erledigen kann. Ja, und daraufhin habe ich in meinem Video, welches ich über diese Aktion gemacht habe, am Ende gesagt, dass ich gerne eine Spendenaktion ins Leben rufen würde, um ihr eben ein neues Auto ermöglichen zu können. Ich dachte da so an 3.000, 4.000 Euro vielleicht, die da zusammenkommen und ja, dass wir dann eben ein neues Auto kaufen können. Was dann passiert ist, war wirklich krass. In 7 Tagen sind über 18.000 Euro zusammengekommen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 18.000 Euro, Wahnsinn. Ich meine, das sind über 1.500 Menschen gewesen von euch da draußen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Und es war wirklich der absolute Oberhammer. An dieser Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Naja, auf jeden Fall hat es dann ein paar Wochen gedauert und ich wollte ein neues Auto besorgen. Letzte Woche Montag hatte ich also, das ist ein VW-Nutzfahrzeugehändler in Mülheim, hatte ich einen Termin, um einen VW Caddy zu besichtigen. Also habe ich an diesem Montag ein neues Auto gekauft. Ich habe das Auto an dem Tag noch stehen lassen, denn natürlich mussten die Jungs vom Autohaus Best das Auto noch frisch machen. Das bedeutet, da mussten die Räder noch umgebaut werden, da ist eine Sitzheizung montiert worden, richtig geil. Da müssten natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten gecheckt werden, damit das Auto wirklich in einem perfekten Zustand für Annelie ist. Also bin ich am Freitag zum Autohaus Best gefahren. Ja, und da habe ich das Auto dann abgeholt. Leute, heute ist es soweit. Paul und ich sind gerade bei VW Best, beim Nutzfahrzeugzentrum in Mülheim. Und heute gibt's den neuen Caddy für die liebe Annelie. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein und schauen uns die Kiste mal an. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Paul kann es gar nicht erwarten. Auf los, rein! Hallo. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hi. Na du? Paul interessiert sich mal wieder für alles, nur nicht für die Menschen hier. Hey Paul. Hallo. Ja Leute, das ist der Enzo. Ich sage jetzt einfach mal Enzo, oder? Gerne. Das ist der Verkaufsleiter hier, ne? Von Volkswagen. Ist das richtig? Du bist der Volkswagen. Du bist der Verkaufsleiter. Ich bin hier im Nutzfahrzeugzentrum der Verkaufsleiter. Ja, wusste ich doch. Genau. Du hast ein Auto für mich vorbereitet, hast du gesagt? Ich habe ein Auto für dich vorbereitet. Geil. Es steht sozusagen startklar bereit. Juhu. Da ist das gute Stück. Komm, wir gehen mal gerade drum rum. Mega. Boah, da bin ich ja fast ein bisschen neidisch auch. Ich meine, wer meinen Kanal schon länger schaut, der weiß, ich hatte auch mal einen Caddy. Da kommen alte Gefühle wieder hoch. Ja, ich glaube, da wird sich Annelie richtig freuen. Paul ist auch wieder vollkommen am Eskalieren und hat sich schon wieder Spielzeug hier von einem vom VW-Hund geklaut. Ja, und der Enzo, der wird euch jetzt nochmal 2, 3 Sachen zum Autohaus und vor allen Dingen auch zu dem wunderschönen Caddy hier erzählen. Ja, Dominik, erstmal freut es mich unheimlich, dass das geklappt hat. Wir haben uns dein Video angeschaut gehabt. Und wollten dir erstmal ein Kompliment machen für deinen Einsatz, für die Annelie. Und das war für uns ein Herzenswunsch, der Annelie zu helfen und ihr ein verkehrssicheres Fahrzeug ihrer Arbeit hinzustellen. Und aus dem Grund haben wir uns für den Caddy für sie entschieden. Du hattest ja selber schon deine Erfahrungen mit dem Caddy. Und ich glaube, das ist das ideale Auto für die Annelie. Wir haben beim Caddy eine super niedrige Ladekante, wo sie ihre Pakete easy einladen kann. Wir haben hier sogar einen Ladekantenschutz hinten mit drauf gemacht, dass die Stoßstange nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Thema Reifen, dem sind wir auch nachgegangen, haben ihr ein paar schöne Allwetterreifen mit drauf gemacht, nagelneue. Das heißt, auch das Wechseln für dich wird dann in Zukunft wegfallen. Nice. Und natürlich haben wir an die Annelie gedacht, was das Thema Komfort angeht. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einem Navigationssystem, einer Freisprechanlage und sogar einer Sitzheizung, dass sie im Winter immer schön kuschelig warm hat. Ja, mega. Das hört sich richtig geil an. Ey, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen, ihr könnt es ja den Zuschauern jetzt mal sagen, wir haben das letzte Woche klar gemacht, ne?
Also es war wirklich, ihr hattet jetzt eine Woche Zeit, das Auto vom Gebrauchtwagenzustand quasi jetzt in den Zustand zu versetzen, wie es jetzt ist. Und vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Weil ich meine, klar, mir rennt auch so ein bisschen die Zeit davon. Die Leute wollen wissen, was passiert jetzt mit dem Geld, was ist es jetzt für ein Auto geworden und so weiter. Die Annelie wird die ganze Zeit schon gefragt, so, sag mal, kriegst du euch ein neues Auto? Weil viele Leute da draußen nicht die Klappe halten können, leider Gottes. Ja, und jetzt haben wir ein neues Auto. Richtig, richtig schön. Aber wie gesagt, das war uns ein Herzenswunsch, der Annelie da zu helfen. Und ich bin heilfroh, dass das alles geklappt hat. Mega, ich bin auch heilfroh. Ja, geil, richtig geil. Oh, ich will auch wieder ein Caddy haben, ey. Vielleicht komme ich nochmal auf euch zurück. Sehr gerne. Wenn ich nochmal ein Caddy brauche. Jetzt weißt du ja, wo wir sind. Ja, genau, geil. Enzo, ich mach mal so, die andere Hand ist voll Kamera. Vielen, vielen Dank. Sehr Danke cool. An das ganze Autohaus, an das ganze Team, an alle, die irgendwie mitgewirkt haben, dieses Auto jetzt fresh zu machen. Eine Sache möchte ich euch noch verraten. Und zwar interessiert euch jetzt sicherlich, was hat denn der Hobel eigentlich gekostet? Normalerweise, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist ja nicht nur so, dass wir hier das Auto gekauft haben für Annelie, sondern es gibt auch noch on top auf das Auto ein 4-Jahres-Service-Paket von VW. Das bedeutet, sie kann tatsächlich 4 Jahre lang in den Service fahren und zahlt genau nix. Klar, Verschleißteile und sowas, die sind immer kostenpflichtig, aber der Service an sich und so weiter ist komplett kostenfrei. VW Best hier, die bieten ja einen super Service auch, dass das Auto auch abgeholt wird und so, wurde mir erzählt. Also selbst da ist für Annelie, es ist einfach, es ist einfach alles irgendwie geil, finde ich. Also es ist echt schön. Und UVP inklusive aller Servicekosten und so weiter war bei ungefähr 18, 17, irgendwie sowas? Ungefähr 18, wenn wir das Servicepaket mit reinnehmen. Genau, also inklusive Servicepaket 18.000 Euro für diesen Caddy. Und ich habe jetzt gezahlt 13.000 Euro. Das heißt, die Jungs, hier sind mir knapp 5.000 Euro entgegengekommen, was richtig geil ist. Denn so habe ich noch 5.400 Euro, was ich der Annelie Cash überreichen kann. Und ich glaube, da wird sie sich ja auch ziemlich drüber freuen. Also, vielen, vielen Dank. Und jetzt packen wir die Möhre ein und bringen die hoch zum Mattwerk. Und da findet dann gleich die Übergabe statt. Nachdem ich das Auto also beim Autohaus Best abgeholt habe und hier zu mir in die Firma gebracht habe, stand das Auto dann dort und die Übergabe des Autos an Annelie sollte dann 2 Tage später erfolgen. Diese Übergabe habe ich hier in den sozialen Netzwerken ein bisschen geteilt. Die Dörfer hier sind untereinander ganz gut vernetzt und so kam es, dass am Sonntag, also 2 Tage später, wirklich, also ich weiß nicht, ich kann es nicht in Worte fassen, auf jeden Fall war am Sonntag die Übergabe. Und was da passiert ist und wie diese Übergabe ablief, das zeige ich euch jetzt. Heute ist der Tag der Tage. Die Annelie bekommt ihr neues Auto. Da steht das Auto. Es wird gerade nochmal sauber gemacht und ein bisschen aufbereitet, damit das Ding auch wirklich perfekt dasteht. Ich fahre jetzt zu Annelie. Ja, sie hat mich ja zum Essen eingeladen, wie ich schon gesagt habe. Und um 15 Uhr wird es hier die Übergabe geben. Und ich bin super gespannt, wie das wird. Also, wir haben jetzt lecker gegessen. Es ist ungefähr 20 vor 3 und ja, die Überraschung findet natürlich um 3 Uhr statt. Und ja, ich habe ihr einfach gesagt, dass wir jetzt nochmal wohin fahren und ich bin mega gespannt, wie sie reagieren wird. Boah, jetzt bin ich langsam aufgeregt, ey. Jetzt bin ich langsam richtig aufgeregt. Let's go! So, wir sind an der Halle angekommen. Annelie, du darfst aussteigen. Soll ich dir helfen? Alles gut. So. Mein Kreuz. Der Paul rastet schon wieder aus wegen dem Hund. Ja. Annelie. Also, nee. Pass auf. Ich habe dir ja gesagt, es gibt eine Überraschung. Eine kleine Überraschung. Ich meine, wie sehr aufgeregt bist du gerade? Weißt du, worum es geht? Ich weiß gar nicht. Du weißt einfach nichts? Nee. Okay, schau mal. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal. Oder, warte mal, drück du doch mal auf den oberen Knopf. Und guck mal dahin. Ich weiß, was ist denn da los? Also ehrlich gesagt, kenne ich von diesen ganzen lieben Menschen hier 1, 2, 3, 4. Aber du kennst vielleicht ein paar mehr, oder? Ja. Hast du die schon mal gesehen, die Leute? Natürlich. Natürlich. Ja, ich glaube, das sind alles Kunden von dir, ne? Oder? Sag, ja klar, denen bringst du Pakete. Und
Ich würde sagen, jeder von diesen einzelnen Menschen ist genauso begeistert von dir, wie ich es bin. Meine Schwester. Deine Schwester ist auch da. Ja gut. Wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ich habe dir doch damals gesagt, als wir zusammen Pakete ausgeliefert haben, vor ja jetzt einem Monat ungefähr ist es ja, her, vor dass ich genau richtig, dass ich es erstmal total stark finde, dass du diesen Job überhaupt noch machst. Und ist aber auch ein bisschen doof finde, dass du den Job noch machen musst. Ach, na ja. Und vor allen Dingen, wenn du den Job schon machen musst, finde ich es richtig doof, mit welchem Auto du das machst. Und deswegen haben wir uns alle zusammen überlegt, dass es eigentlich geil wäre, wenn du ein schönes neues Auto bekommst. Und ich würde sagen, es bildet sich jetzt einfach mal da so ein Tunnel. Und ich hab da mal was vorbereitet. Ich glaub's nicht. Komm, geh doch einfach mal vor. Das ist dein neues Auto. Gefällt's dir? Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Dominik. Ja, also ich weiß gar nicht, was noch großartig was zu sagen soll. Das ist dein neues Auto, das sind viele tolle Menschen. Ciao. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe jetzt gar nichts zum Sitzen vorbereitet, aber es geht noch mit dem Stehen, oder? Sehr gut. Ja, also, pass auf. Es ist so, die Leute haben dich ja schon darauf angesprochen. Und es tut mir erstmal furchtbar leid, dass ich dich überhaupt in diese unangenehme Situation gebracht habe, dass dich jeder fragt, was ist denn? Und du stehst da und sagst, ey Leute, ich habe keine Ahnung, ich weiß von nichts. Ich habe in dem Video, deswegen habe ich dir das auch noch nicht gezeigt, habe ich zu einem Spendenaufruf aufgerufen und habe gesagt, Leute, es gibt hier einen Menschen in meiner Umgebung, der mir sehr wichtig ist und wo ich gemerkt habe, da herrscht einfach ein bisschen Bedarf vielleicht einfach, weil ich gemerkt habe, dieses Auto ist echt nicht cool. Ich habe dir das ja mit den Reifen erzählt und so, ne? Also, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich nicht länger, dass du damit rumfährst. Also habe ich diesen Spendenaufruf gestartet und es ist unglaublich, was da passiert ist. Da sind über 1500 Menschen zusammengekommen, die für dich 1 Euro, 50 Cent, 30 Euro, was auch immer zusammengetragen haben. Das tut keinem von jedem Einzelnen weh, aber im Großen und Ganzen kannst du ab, weiß ich auch noch nicht genau wann, übermorgen oder überübermorgen, mit einem neuen, sicheren Auto deinen Job erledigen. Und ich habe ein gutes Gefühl und alle anderen hier haben ein gutes Gefühl. Und ja, genau. Ich gebe dir auch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Ich weiß, also wenn jetzt vor mir so tausende Leute stehen würden und mich alle angucken mit so Augen, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Wir haben hier das Auto für dich, Annelie. Mit dem Auto ist es aber noch nicht getan, leider. Es wird noch schlimmer. Bist du bereit für den zweiten Schritt? Ich weiß. Pass auf. Dieses Ding hier ist nicht nur eine belanglose Plastikkarte, sondern es ist so viel zusammengekommen von dieser Aktion, dass ich sogar noch einen Scheck habe für dich. Über 5.400 Euro. Das bedeutet, wir haben ein Auto für dich und du hast so viel Geld, dass du den Unterhalt bezahlen kannst von dem Auto, dass du dir auch mal eine Woche freinehmen kannst, dass du mit dem Auto, wohin auch immer du fahren möchtest, fahren kannst und dir einfach eine gute Zeit machen kannst. Und das ist andersrum. Die Leute oder ich habe das nicht gemacht, weil du eine arme Socke bist oder so, sondern einfach, um dir mal Danke zu sagen. Und ich denke, da spreche ich im Sinne von allen Menschen hier. Ja.
einfach mal Danke zu sagen für diesen großartigen Job, den du hier erledigst. Denn du bist nicht einfach irgendeine Paketzustellerin. Davon gibt es jede Menge hier im Ort und auch bei Hermes und bei allen anderen Paketzulieferern. Und die sind auch alle total super. Aber das, was du machst und wie du mit den Menschen begegnest, oder den Menschen begegnest, wie du mit den Tieren umgehst, wie du mit allen einfach umgehst, ist einfach so herzlich. Und deswegen hast du es, genau du, ist auch nicht anders verdient, als dass hier so viele Leute sind. Ich dich jetzt hier voll laber und dir mit wirklich Freude diesen Check und vor allen Dingen die Karre überreiche. Und ich einfach nur glücklich bin, dass wir das so weit geschafft haben. Leute, vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr hier seid. Und vor allen Dingen an alle, die natürlich auch nicht hier sein können, weil du kannst dir vorstellen, das sind nicht 1500 Leute. Das ist ein Bruchteil von den Leuten, die wirklich was dafür getan haben. Und ja, also ich kann nur Danke sagen und vor allen Dingen danke, Annelie, dass du so bist, wie du bist. Und ich hoffe, dass du unsere Region hier auch noch ganz lange bereicherst mit was auch mit immer. Pakete. Mit Pakete. Und am Ende auch nur mit deinem weißen Caddy, wo du hupend durch Ilmenstadt fährst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich finde gar keine Worte, als auch Danke zu sagen. Das reicht auch, Annelie. Du musst auch nichts sagen. Es ist wirklich, jeder ist, also, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch sagen soll, aber es ist schön. Das Ding ist, diese beiden Herrschaften hier, die beiden in Schwarz gekleidet, das ist der Enzo und das ist der Timo. Hallo. Enzo ist mein Name. Timo, ich freue mich, ich stelle noch für dich vom Auto auf. Gerne. Danke. Wir wollten uns auch bei der Aktion beteiligen. Den Dominik haben wir verfolgt und haben uns gedacht, bei so einer tollen Sache und bei so einer tollen Frau, die du bist, gehört es dazu, was Gutes zu tun, und haben euch da unterstützt und sind heute froh, dass wir euch dir das Auto übergeben können mit allem, was die Leute alle zusammengespendet haben. Ja, und wünschen dir ganz, ganz viel Freude, dass du jetzt mit einem sicheren, verkehrssüchtigen Auto unterwegs sein kannst. Ja. Genau, weil die Jungs vom Auto Best, die haben nicht nur das Auto, ich kann ja überall ein Auto kaufen, aber die haben mir erstens auch einen sehr, sehr guten Preis gemacht für dieses Auto, damit wir eben auch noch diese Summe zusammenkriegen können und nicht alle Spenden für ein Auto auf den Kopf hauen. Und du hast damit auch einen sehr, sehr kompetenten Ansprechpartner, wo du 4 Jahre lang mit diesem Auto zur Inspektion fahren kannst. Mhm. Und es kostet nichts. Egal was ist, kannst du immer zu uns kommen und wir unterstützen. Also auch hier, Dominik. Ja, vielen lieben Dank, weil danke euch. Ohne dich wäre das Ganze gar nicht erst möglich gewesen. Jetzt gibt es die erste Ehrenrunde. Genau, jetzt einmal Vollgas durch Ilmenstadt. Guck mal hier. Den Tipp können wir komplett noch verstellen dann. Ja, der muss ja nicht so weit weg nach vorne sein. Ja. Ich jetzt den Genau, ist schon an. Das ist auch leise. Das hört man gar nicht, ne? Na? Ja, los? Passt schon. Ja, die Kupplung. Nee, genau. Nee, ich fahr auf dem Gas. Genau. Bremsen funktionieren natürlich sehr, sehr gut. Wo fahren wir hin? Fahr hier rechts lang. Und dann bleibst du einfach da vorne stehen. Da vorne vom. Ja, fährst einfach geradezu. So ist perfekt. Da können wir vielleicht noch ein Foto machen sogar. Genau. Sehr gut. Soll ich gleich mal probieren? Rückwärtsgang hast du gesagt. Ja, so? Genau. Siehst du mit den Spiegeln? Sind die eingestellt? Ja. Voll gut. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, Annelie will jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Nein. Außer? Nur Danke sagen. Einfach nur Danke. Ja, das ist kaum zu glauben. Ich kann es gar nicht fassen, dass so viele Leute
Ja, so viele Menschen an mich glauben. Ja, Annelie, aber weißt du, ich bin halt nicht der Einzige, der an mich glaubt. Und diese ganzen Menschen, die hier waren, ich meine, das ist ja der Wahnsinn, ja, was da wirklich abging. Ja. Also toll. Ja, also das war wirklich ein richtig Hammertag, eine richtig schöne Übergabe. Mhm. Ich sag auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Menschen, die heute hier waren. Vor allen Dingen aber auch an alle Menschen, die gespendet haben für diese Aktion. Das ist wirklich großartig. Ja. Und also ich kann es gar nicht fassen. Also, ja, ich kann es auch nicht fassen, aber so beginnt halt das neue Jahr für Annelie. Ja. Ziemlich gut, würde ich sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Leute, ihr seid echt geil. Vielen, vielen Dank. Ich fahre jetzt Annelie nach Hause und dann trinken wir nochmal einen Kaffee und schwätzen nochmal über alles in Ruhe, dass Annelie das auch noch ein bisschen realisieren kann, sozusagen. Kann, genau, richtig. Mhm. Und Leute, vielen, 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 vielen Dank. Und ich lade euch alle ein, im Sommer mal in den Garten zu kommen. Ja. Du weißt schon, dass du gerade mit 50.000 Leuten sprichst. Wer Lust hat. Muss ja nicht hier alle auf einmal sein, aber... Leute, die Annelie ist so herzlich, es ist unglaublich. Ja. Wir kommen drauf zurück. Nächstes Campertreffen bei Annelie im Garten. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss mit Ö und bis bald. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice, 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 vice. Würde ich alle ein bisschen leise sein, damit sie nicht hören, dass so viele Leute hier sind? Und wenn dann Tor aufgeht, rufen wir alle Überraschung, okay? Ja. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Once you